Hallo, schön, dass ihr wieder mit auf meinem Kanal seid. Heute gucken wir uns mal ein recht kritisches Thema an. Und zwar haben wir Menschen, die wir mit Depressionen zu kämpfen haben, immer mal zwischendurch das Problem, dass wir uns selber den Tag schlecht machen. Und was das bedeutet, das gucken wir uns jetzt zusammen an. Grundsätzlich, bevor wir uns dieses Thema angucken, möchte ich nochmal etwas in den Raum stellen, was überhaupt denn vom Prinzip her so eine Depression ist und warum wir uns aufgrund der Depression den Tag selber schlecht machen. Die Depression ist so ein kleiner Teufel, der hier auf unserer Schulter sitzt und uns einfach mal so nette Sachen ins Ohr flüstert, die aber nur vermeintlich nett sind. In Wirklichkeit treiben uns diese netten Sachen immer weiter in die Depression rein. Und du verschwindest jetzt mal hier. Ich habe mir mal 5 Sachen rausgesucht, um euch zu verdeutlichen oder einfach mal auch aufzuzeigen, was jetzt irgendwie für uns eigentlich Gift ist, obwohl es uns bei einer depressiven Phase oder Episode vermeintlich erstmal richtig erscheint. Der wichtigste kritische Punkt, um bei einer depressiven oder bei einer schlechten Phase, nennen wir es mal so, durch den Tag zu kommen, ist, dass man einfach mal aufsteht. Es ist einfach Gift, dass man liegen bleibt und dann dieser kleine Teufel, dieser Parasit, den man da irgendwo auf der Schulter oder in sich trägt, der redet einem ein, es ist ja gut im Bett zu bleiben, es ist ja schön hier im Warmen und vielleicht dann auch noch im Dunkeln zu liegen, ist es nicht. Denn wenn man lange im Bett einfach auch liegen bleibt, dann verstreicht einfach irgendwo dann auch mega schnell die Zeit. Man fängt auch an, wieder ins Grübeln zu kommen und auf einmal ist der halbe Tag um und man hat einfach nichts mehr davon, was man da auch irgendwo machen kann. Und irgendwo ist das dann halt auch wieder dann der Negativeffekt, dass dieses lange im Bett bleiben in seinen ganzen Folgen, die daraus resultieren, dass man dann halt wieder nicht nach oben kommt, weil es dann gut tat, sondern dass es leider wieder nach unten geht. Der nächste Punkt ist, wenn wir nicht gut drauf sind, wenn es vielleicht auch einen Auslöser gegeben hat, dann ist es so, dann will man ja auch als Mensch irgendwo auch mal so seine Ruhe haben. Es ist aber leider fatal, wenn man da irgendwo nicht den Absprung schafft von diesem Ruhe haben und dann in diesen sozialen Rückzug reingerät. Das hat überhaupt keinen Zweck, denn letztendlich der Mensch ist ein Rudeltier und im Rudel lässt sich dann halt oder in einer Gruppe lässt sich dann halt auch die Situation meiner Meinung nach auch viel besser aushalten. Letztendlich ist es so, dass es evolutionsbedingt halt auch wirklich so ist. Und es gibt diesen schönen Spruch, den ich in der vergangenen Woche wieder mal hören durfte. Geteiltes Leid ist halbes Leid und es stimmt wirklich. Geht raus, sucht euch irgendwo eine Gruppe mit Menschen oder wie auch immer. Ihr braucht ja nicht reden, aber seid einfach mit Menschen zusammen. Vorteil ist, es lenkt euch auch ein bisschen ab. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist ja auch dann wieder ein erfreulicher Effekt, den wir dann auch gerne mitnehmen wollen. Wir machen nochmal eben einen ganz kleinen Schritt zurück zu diesem Thema, dass man halt auch nicht aufsteht. Die Problematik ist dann halt, wenn man halt auch lange im Bett rumhängt und der Tag dann irgendwo so langsam anfängt zu verstreichen und dann auch immer anfängt, natürlich zum Ende hin immer schneller anfängt zu verstreichen, ist, es fehlt dann irgendwo auch eine Tagesstruktur. Und unser Gehirn findet eine Sache ganz toll, das ist Struktur. Ordnung. Mischen Chaos, da kommt das Gehirn mit mal auch ganz gut klar, aber das ist so wie mit der Wohnung aufräumen. Geht auch mal los und räumt eure Wohnung auf, denn unser Gehirn findet Ordnung toll und Chaos und fehlende Struktur sind für eine depressive oder eine ganz schlechte Phase totales Gift. Mit anderen Worten, es nährt dann die Depression sogar noch mehr, als dass es hilft. Also, mir hat es geholfen, dass ich mir einen Zettel nehme und mir am Abend aufschreibe, was ich am nächsten Tag machen möchte. Das muss nicht viel sein. Schreibt da vielleicht 3, 4, vielleicht 5 Punkte drauf und sei es nur, dass ihr sagt, morgens aufstehen, morgen Toilette machen, Müll runterbringen, einkaufen, kochen. Und es hat dann halt auch noch einen tollen Effekt, wenn ihr die Sachen auf so einen Zettel schreibt. Ihr könnt die dann abhaken und das könnt ihr für euch dann so als kleine Tageserfolge werten. Und das ist eine Sache, die hilft auch ungemein weiter. Macht das!
Der nächste Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, ist, und mir fällt jetzt gerade auf, während ich das Video mache, es basiert irgendwie alles so auf diesem Thema nicht aufstehen, ist schon wieder so eine Folge davon, wenn man halt im Bett liegt und nicht aufstehen will, dann lässt man ja ganz gerne auch die Vorhänge oder die Jalousien oder die Rollos unten. Folglich ist es duster. Duster ist ganz schlecht für uns. Der Mensch ist irgendwo Lichttier. Zum Schlafen ist Dunkel echt eine tolle Sache, aber der Mensch braucht fürs Leben und auch für die Stimmung braucht der Mensch Licht. Wenn der Mensch kein Licht bekommt, und da mache ich gerade mal ganz schnell wieder ein bisschen Werbung für eins meiner anderen Videos, das ihr im Bereich Vitalität findet, nämlich Nährstoffe, da geht es um das Thema Vitamin D. Vitamin D ist ein Stimmungsmacher und Vitamin D wird überwiegend, ich glaube so zu 90-95%, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, dadurch gebildet, dass ihr raus vor die Tür geht, dass ihr im Licht seid, dass ihr im Sonnenlicht seid. Sonne, Licht, helle Räume, die tun euch gut. Dunkelheit drückt mit auf die Stimmung, was ja auch dann entsprechend so ist, ne? Dunkle Jahreszeit ist man mal ein bisschen anfälliger für irgendwie schlechte Phasen, helle Jahreszeit weniger. Leute, raus aus der Dunkelheit, rein ins Licht. Der letzte Punkt, den ich mir überlegt habe, über den ich mit euch sprechen möchte, ist, was dann halt auch wieder so eine Geschichte ist, wo der Teufel uns das einflüstert. Na, er sagt dann, komm hier, ach, bewegen ist anstrengend, brauchen wir nicht. Was machst du schon wieder hier? Bewegung ist wichtig. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, schon wieder Werbung in eigener Sache, verzeiht mir. Aber vielleicht kennt ihr den Clip ja schon, wo ich euch drin erkläre, warum Bewegung wichtig ist. Bewegung schüttet Glückshormone aus. Bewegung, auch wenn es nur leichte Bewegung ist, mit der man vielleicht auch mal anfängt, das sind Erfolgserlebnisse. Macht das. Es hilft euch weiter. Bewegt euch. Kombiniert das am besten gleich mit draußen, weil draußen ist noch Sonne und Bewegung plus hell, da habt ihr zwei in einem. Und in dem Fall ist das eine positive Geschichte. Ich möchte mich an dieser Stelle wieder bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaltet wieder ein. Ich freue mich auf euch, wenn ihr diesen Kanal mögt oder wenn ihr sagt, diese Videos, die sind mir hilfreich, dann abonniert ihn doch. Macht euch, wenn ihr keinen YouTube-Account habt, macht euch einfach so einen Google-Account. Das Ding ist kostenlos, kostet euch nichts und ihr könnt dann halt hier immer live mit dabei sein. Manchmal halt auch nicht mit live dabei, eigentlich überwiegend noch im Moment. Ihr könnt dann halt aber auch auf Facebook oder auf Twitter folgen oder auf Google+, wo ihr möchtet. Ich achte darauf, dass ich euch meine Videos in Medien zur Verfügung stelle, die euch nichts kosten und die euch eigentlich, insofern Internet vorhanden, auch dann zur Verfügung stellen. Zur Verfügung stehen. Ich guck mal schnell. Kein Teufel da. Ich wünsche euch wieder alles Gute und freue mich darauf, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, euer MK.